Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo Luca, hallo liebe Clubmitglieder, hallo liebe Gäste, willkommen zum Market Roundup. Guten Morgen Dustin, guten Morgen liebe Clubmitglieder. Wir schauen uns heute mal wieder das an, was in der letzten Woche passiert ist, was diese Woche passiert, wo der Fokus der Märkte aktuell liegt. Wir haben ja doch ziemlich viel Volatilität, zwischenzeitlich zumindest. In generelle kann man sagen, die Märkte stehen so ein bisschen auf dem Fleck. Es gibt wieder eine neue Buy-the-Dip-Mentalität auf etwas größeren Ebenen. All das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, natürlich auch mit dem Blick auf diese Woche, denn wir haben eine spannende Woche vor uns. Die FED entscheidet, was mit den Zinsen passiert und ja, der Markt ist in Erwartungshaltung, kann man ja, so nicht sagen. Nicht nur die FED, sondern auch die Bank of Japan und die Bank of England, also drei große Zinsentscheidungen die Woche. Genau, und deswegen, wir schauen einfach mal rein und starten mit dem Marktupdate. Wir starten wie immer mit dem DAX und wie gesagt, so ein bisschen Kernthema der Woche und das haben wir in den letzten Wochen sehr schön gesehen, ist das Thema Buy the Dip. Und das war ja mal ein großes Hype-Thema vor dem letzten, ich würde sagen, zumindest Rückgang der Aktienmärkte. Gab es eine lange Phase, in der immer wieder die kleinen Dips gekauft wurden, also immer wieder die kleinen Kursrückgänge nachgekauft wurden, wieder zu neuen Hochs quasi sich gefunden haben. Und es scheint gerade so, als würde wieder so eine Mentalität zumindest vermehrt aufkommen. Denn die Zeiten, in denen der Markt zwischenzeitlich wieder korrigiert, werden immer kürzer. Die Phasen, in denen dieser Kursrückgang gekauft wird, die werden immer schneller, immer steiler. Man sieht immer stärkere V-Formationen. Und das hat man halt auch in der letzten Woche wieder gesehen. Ich habe jetzt mal zwei eingezeichnet. Man könnte sogar drei nehmen, wenn man jetzt mal die letzte Woche hier mitnimmt, mit Beginn des Septembers quasi. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, hatten wir eine Woche der Erholung. Im DAX nicht ganz so stark, in den USA noch deutlich stärker, wie wir gleich sehen werden. Wir hatten eine Woche der Zinsentscheide, zumindest in Europa. Die EZB-Zinssenkung mit einem weiteren Zinsschritt, der wurde aber auch so erwartet. Und dementsprechend gab es da eigentlich keine großen Impulse. Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal an. Vorher nochmal ein Blick auf die 10-jährige Bundesanleihe. Und die ist nämlich erneut etwas tiefer, ist erneut in dieses tiefere Range Bracket gekommen. Hier zwischen 2,09 und 2,15, so, also ungefähr 2,1% ist so aktuell die Spanne, die im Fokus dort steht. Und was wir sehen können, ja, wir haben immer weitere und stärkere Abwärtstrends bekommen. Nicht so stark wie quasi zum Ende des letzten Jahres, mit Beginn des Dezembers und dann auch Anfang des Jahres. Ein bisschen schwächer und trotzdem dann eine konstantere Zins- oder ein konstanterer Renditerückgang der 10-jährigen Bundesanleihe hier. Wie gesagt, die Stabilisierung ist gerade ungefähr in diesem Bracket angetreten und da befindet man sich scheinbar auch ganz wohl. Dort hat man sich auch nicht groß wegbewegt nach dem Zinsentscheid und das liegt einfach daran, dass man jetzt so langsam erwartet, dass halt immer mehr Zinsschritte folgen. Die Zinskurve ganz grundsätzlich ist auch immer weniger invertiert. Das heißt, wir kommen zurück zu einer normal verlaufenden Zinskurve und das bedeutet, dass langfristige Zinsen höher verzinst sind, kurzfristige Zinsen niedriger verzinst sind. Das Ganze sehen wir eigentlich nur noch auf den ganz kurzen Zeitebenen, die zweijährigen Bundesanleihen zum Beispiel, die immer noch leicht höher verzinst sind. Aber ganz grundsätzlich normalisiert sich hier die Zinskurve, was für die Entwicklung und die Prognoseentwicklung einer Wirtschaft eigentlich immer ganz positiv ist. Das heißt, sie ist noch leicht invertiert und das ist so ein bisschen das Ergebnis auch der letzten Zinsschritte hier der Europäischen Zentralbank. Hier sind Sie nochmal in der Übersicht. Luca hat es angekündigt, wir haben nicht nur die FED, sondern auch noch die Bank of England. Anders als die FED gab es halt hier schon mal einen Zinsschritt, einen Rückgang, quasi auch um 0,25%. Ja, und diese Woche Mittwoch, also morgen, steht dann die Federal Reserve Bank an, also die FED, die weitere Zinssenkungen verkünden soll. Dass es einen gibt, ist eigentlich schon fast klar. Die große Frage ist jetzt, wie hoch ist der Zinsschritt? Und das werden wir uns gleich nochmal genau anschauen, denn es wird dann doch sehr spannend, ob es jetzt ein 0,25%iger Rückschritt wird oder ein 0,5%iger Rückschritt. Bevor wir uns das angucken, ein kurzer Blick auf den S&P 500. Ähnliches Beispiel wie gerade eben beim DAX. Wir haben immer wieder schön die Buy-the-Dip-Mentalität, immer diese V-Formation, die man hier in weiß eingezeichnet sieht. Wir befinden uns trotzdem noch in unserem Aufwärtsband und ich hatte es gerade eben kurz angesprochen, sind hier wieder kurz vor dem nächsten Allzeithoch. Das gab es schon mal Ende August, das gab es auch schon mal Ende Juli, das letzte Allzeithoch. Also wir bewegen uns wirklich auf hohen Niveaus und tatsächlich ist das so ein bisschen die Mentalität, die wir zuvor gesehen haben. Also immer die tieferen Kurse schnell nachzukaufen. Der Markt korrigiert sehr schnell wieder nach oben und
Das wurde zuletzt jetzt auch durch die neuesten Inflationsdaten in den USA beflügelt. Wir sind hier jetzt bei 2,5% und damit auf ja, wieder deutlich niedrigeren Niveaus als natürlich noch vor einiger Zeit. Ich habe hier mal den Verlauf der Inflationsentwicklung in den USA mitgebracht. Und was wir sehen können, wenn wir hier mal versuchen, ungefähr die Linie zu ziehen, ja, dann sind wir im Jahr 2021 angekommen. Das heißt, wir sind schon wieder an einem sich normalisierenden Niveau angekommen. Wir sind tatsächlich auch ungefähr auf den Niveaus von vor Covid. Das ist natürlich jetzt durch ein paar Sondereffekte nochmal etwas stärker nach unten gezogen. Wir haben gerade ja wieder Tiefstpreise beim Öl. Wir haben andere Güterpreise, die aktuell die Inflation wieder nach unten ziehen. Das Einzige, was ja konstant oben bleibt und wirklich die Inflation aktuell eigentlich noch auf einem erhöhten Niveau lässt, das ist das Thema Mieten und Mietsteigerungen. Und das ist immer noch das große Thema quasi gerade in den USA, nämlich die Frage, wann stoppen diese Mietsteigerungen. Nimmt man die nämlich raus, und das zeigt diese Grafik ganz schön, dann sieht man halt eben, dass man wirklich auf diesen Pre-Pandemic-Levels ist. Das heißt, dass wir wirklich eigentlich schon unterhalb des Inflationsziels von 2% gerade sind. Wie gesagt, einige Sondereffekte. Wir haben immer noch eine leicht erhöhte auch Kerninflation. Aber im Kern kann man sagen, ja, sind wir hier doch auf einem Niveau mit immer niedriger Inflation. Das heißt, die Fed erreicht oder hat ihr Ziel teilweise schon deutlich erreicht. Das Thema Mieteinnahmen ist aber natürlich signifikant, weil es die globale, die lokale Bevölkerung in den USA natürlich trifft. Es führt aber dazu, dass wir hier nochmal deutlich stärkere Rückgänge in der 10-jährigen US-Anleihe sehen im Vergleich jetzt zum Beispiel zur 10-jährigen Bundesanleihe. Also die Rendite geht hier weiterhin deutlich zurück. Wir haben hier nochmal diesen Fächer aufgezeichnet und der zeigt eigentlich, dass wir immer stärkere Abwärtstrends hier bekommen und die tatsächlich auch kein Halten hier finden. Also wir haben hier gerade eben dieses Band gesehen bei der 10-jährigen Bundesanleihe, wo sich das Ganze so in diesem 2,1% Bracket eigentlich festgesetzt hat. Hier ist es noch nicht der Fall. Wir sind zwar noch nicht so tief, aber die ist jetzt hier quasi auf neuen Tiefständen bei 3,6% und damit auch deutlich tiefer als die Stände, die man zum Ende des letzten Jahres im Dezember erwartet hat. Auch die US-Wirtschaft erholt sich also etwas. Das heißt, im Kern ist jetzt die Frage, eigentlich läuft ja alles nach Plan. Man kann also die Zinsen wieder senken. Und was wir dann getan haben, ist mal in das FedWatch-Tool zu gucken. In dem FedWatch-Tool kann man sich quasi Prognosen ansehen, wie denn ja, gedenkt wird teilweise oder gedacht wird, ja, wie die Wahrscheinlichkeiten sind für einen Zinsschritt um ja, 0,5 oder 0,25%. Was man nämlich sehen kann, ist quasi die Target Rate, also die Ziel Leitzinsrate mal vereinfacht gesagt von der Fed, die ist ja immer in so einem kleinen Band, nicht wie bei uns so punktuell quasi gesetzt, und die liegt quasi ja aktuell bei einer 69%igen Wahrscheinlichkeit eines größeren Zinsschritts, also um 0,5% und halt nicht um diese 0,25%. Das ist ein deutlicher Wandel bis vor, kann man sagen, einer Woche. Das sieht man hier, also am 10. September war das Ganze nochmal komplett verdreht. Nämlich quasi bei den Inflationsdaten, die wir gesehen haben. Wenn man einen Monat zurückkommt, war die Wahrscheinlichkeit eines großen Zinsschritts noch unwahrscheinlicher. Und jetzt kann man sagen, ja, alles wunderbar, jetzt gibt es vielleicht den großen Zinsschritt. Wir sehen aber natürlich, und das, ich gehe nochmal ganz kurz zurück auf den S&P 500, der befindet sich jetzt hier nahezu an einem Peak. Das heißt, der Markt ist natürlich auch mit einer großen Erwartung jetzt dabei, dass es diesen großen Zinsschritt gibt. Passiert das nicht, gibt es doch nur einen kleineren Zinsschritt, und wir haben in letzter Zeit gesehen, wie vorsichtig die Fed ist. Ich gehe nochmal auf die Grafik hier zu, wie lange es halt also keinen Zinsschritt gab, obwohl es in anderen Ländern oder in der Europäischen Union hier schon die ersten Zinsschritte gab. Das heißt, man hat aber auch im Verhältnis ja mal größere Zinsschritte gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, aber es ist natürlich mit einem Risiko verbunden. Man kann es eigentlich so sagen, kommen die 0,5%, ist keine große Euphorie vorhanden, weil es schon sehr stark eingepreist wird im Markt. Kommen sie aber nicht, kann es natürlich durchaus dazu führen, dass der Markt wieder fällt. Und das sieht man jetzt ganz schön hier im Nasdaq 100. Der ist natürlich etwas zinssensitiver. Wir wissen es, wachstumsstarke Unternehmen reagieren etwas stärker auf Zinsen. Und dort haben wir halt noch stärker diese V-Formation gesehen, was grundsätzlich gut ist, weil der Markt sich natürlich immer schnell erholt hat. Aber die Volatilität ist doch vorhanden auch, und vor allem die Sensitivität für bestimmte Aktientitel ist vorhanden.
Wir hatten es bei den Chip-Aktien, die rauschen gerne aktuell, obwohl sie sehr viel und sehr große Marktkapitalisierung haben, gerne mal 20% nach unten, erholen sich dann wieder um 10, 15, 20% und somit pendelt man so nicht auf Höchstkursen, also wir sind nicht beim neuen Allzeithoch, aber trotzdem auf hohen Kursen und immer noch im Trendkanal quasi auf hohen Niveaus, ja, zu einem weiteren Wachstum eigentlich, aber es ist halt sensitiv. Und das habe ich zuletzt wieder hat man an der Nvidia-Chip-Nachfrage gesehen. Dort wurde ja quasi von Nvidia selbst verkündet, beziehungsweise vom CEO verkündet, dass die Nachfrage nach Nvidia-Chips quasi ungebrochen hoch sei. Hat den Markt natürlich beflügelt, die Aktien sind wieder gestiegen. Danach gab es jetzt wieder so ein bisschen Konsolidierung, leichter Rückgang wieder des Marktes. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, einzelne Aussagen, einzelne Bewegungen im Markt oder auch Zinsbewegungen sind sehr, dafür ist der Markt gerade sehr sensibel. Und das sehen wir halt sehr, sehr schön auch, wenn wir auf den VIX schauen. Das ist also quasi die implizite Volatilität, die wir hier im Markt wirklich sehen. Und da sehen wir, ja, dass wir nach diesem großen Spike, den wir gesehen haben, Black Monday, ist gar nicht so lange her, dass wir hier wirklich diesen großen Rückgang ausgelöst aus Japan hatten. Dann natürlich eine schnelle Korrektur auch wieder, also auch da wieder eine V-Formation, die wir gesehen haben. Und was wir halt schön sehen können, dass wir aber auf erhöhten Niveaus quasi hart sind. Das heißt, der Markt ist immer noch so ein bisschen sensibel für das, was draußen geschieht. Wenn man sich das Jahr quasi von zuvor anschaut, waren wir eher auf diesen tieferen Niveaus hier unten, zwischen 11 und 15 quasi in Prozent ausgedrückt. Jetzt sind wir eher zwischen diesen 15 und 20, also wir sind auf einem deutlich höheren Etappenniveau. Dieser untere Bereich ist quasi seither ausgeklammert und das heißt, dass der Markt natürlich auch potenziell weiterhin sensibel reagieren kann und dass es tatsächlich auch erwartet wird, denn das hier ist ja natürlich die erwartete Schwankung in den nächsten 30 Tagen und dementsprechend ist das hier auch teilweise schon eingepreist. Optionshändler freut es vielleicht, die klassischen Investoren sind vielleicht gerade ein bisschen angespannt. Wenn man sich vielleicht die etwas kleineren Titel anguckt, hier im Russell 2000, kann man ganz schön sehen, dass dort auch ein bisschen Euphorie eingepreist ist, was die künftigen Zinssenkungen betrifft. Das heißt, wir sind wieder aus dieser Range, die wir seit längerer Zeit haben, ausgebrochen, wieder über den 2100 Punkten, hoch auf die 2200er Treppe hier ungefähr. Auch weiterhin im Trendkanal. Wir haben hier quasi immer wieder höhere Tiefs jetzt gesehen, aber keine höheren Hochs. Das heißt, der Markt staucht sich gerade so ein bisschen. Ja, und es gibt einfach die Erwartung, dass man über diesen Zinssenkungsschritt jetzt nachhaltig wieder in diesen schönen Trendkanal hier eigentlich reinlaufen kann. Kurzer Blick noch nach Asien. Im Hang Seng ist auch das Thema Zinsen quasi ein großes Thema. Dort haben wir nämlich fallende Anleihenrenditen ebenfalls, auch die kurbeln das Marktwachstum an und man hofft ja in Asien immer mit einem Auge sehr, sehr stark auf das, was auch in den USA passiert. Das machen wir nicht also nur in Deutschland oder in Europa so, sondern auch in Asien. Ja, und da muss man sagen, läuft der Markt gerade auf so eine kleine Spitze zu. Ich hatte sie in der letzten Woche schon gezeigt. Hier bildet sich sehr, sehr deutlich so ein Wedgie aus, der eigentlich dafür spricht, dass der Markt an einer bestimmten Stelle hier jetzt bald auszubrechen droht. Das heißt, eine potenzielle Zinssenkung oder auch nicht, könnte hier auch sensibel für den Hang Seng sein. Zuletzt gab es wieder mehr oder weniger viele Aktienkäufe in Asien, das heißt mehr Zuflüsse in den Markt. Das heißt, so langsam stabilisiert sich das Segment. Ja, aber wie sieht, hier ist deutliches Potenzial für einen Ausbruch auch gegeben. Letzter Blick noch auf den Nikkei. Der ist auch weiterhin unter Druck und zwar immer noch durch den aufwertenden Yen. Wir haben es wieder in der letzten Woche gesehen, im letzten Monat ganz generell gesehen. Wir sehen einfach einen stärkeren Yen. Dieser stärkere Yen führt natürlich dazu, dass der Aktienmarkt sich auch wieder etwas wieder nach unten preist, da Exporte geschwächt werden, ein anderes Zinsumfeld erwartet wird und. Luca hat es gerade eben angekündigt. Wir haben noch einen Zinsentscheid der Bank of Japan. Hier wird nichts erwartet, aber die Bank of Japan ist immer wieder für Überraschungen natürlich offen, aber grundsätzlich muss man sagen, geht es natürlich gerade in eine Richtung, die der Bank of Japan gefällt. Das heißt, wir haben gerade ein Momentum, dass der Yen wieder aufwertet und das war ja so das große Problem, was man bei der Bank hatte. Das heißt, man findet sich gerade damit ab, dass man hier nicht mehr so hohe Kurse hat. Das ist denen eigentlich relativ egal. Dort wird wahrscheinlich mehr auf den Yen-Kurs geachtet. Der stabilisiert sich wieder und fällt und das gefällt ganz grundsätzlich. Genau, was der Bank of Japan natürlich auch gefällt. Von Jahren der Deflation bewegt man jetzt sich in eine gesunde Inflation, also wo die Wirtschaft ganz gut wachsen wird. Das heißt, neben der Yen
Der Yen-Geschichte guckt man natürlich dann auch auf die Inflation und das ist dann maßgeblich für die Zinssenkung auch. Genau. Genau so ist es. Wir gehen nochmal.